Zwei Veranstaltungen, die hier laufen. Das Wichtigere von beiden ist ein Theater-Sommercamp mit Menschen aus Afghanistan, aus Syrien, aus der Türkei, aus der Ukraine und aus Deutschland. Der Zweck, das Ziel ist, erstmal sich näher kennenzulernen, sich selbst besser kennenzulernen, sich selbst erkennen, zu lernen, was man für Potenziale hat. Man sagt auf Neudeutsch empowern. Dann soll daraus ein Theaterstück entstehen, mit dem wir auf Tournee gehen, im besten Fall. Ich mache im Moment einen freiwilligen Dienst und dann danach vielleicht suche eine Ausbildung als Kellner. Ja, das klingt interessant. Danke. Hast du eine Familie? Eine Familie habe ich, aber die sind noch in Syrien. Ich bin hier alleine. Ja, ich habe eine Familie und sie sind auch in Deutschland. Hallo. Wir möchten zeigen den Leuten, dass wir auch Menschen sind. Wir sind auch wie sie. Wir haben alles. Wir können denken, wir können. Also wie ein deutsches Leben. Das ist nicht wichtig, aus welchem Land ich komme. Oder nur Männlichkeit. Männlichkeit ist wichtig. Hallo. Erstmal richtig Deutsch verstanden. Hey, guten Morgen, Deutsch. Wir haben uns auf Deutsch unterhalten. Haben Sie das nicht gehört? Stimmt. Und wie wär's mal mit Arbeiten? Hey, wir können arbeiten. Wir arbeiten schon. Wir haben Samstag oder was? Heute oder was? Heute ist Samstag. Wir sitzen im Bar. Genau. Aber man muss sich entspannen, nicht die ganze Zeit arbeiten. Für euch ist so immer Samstag. Ihr nein, wir haben die ganze Woche gearbeitet. Verpisst euch nach Hause, wo ihr herkommt. Hey, was ist da? Bitte seien Sie ein bisschen höflich. Halt. Entschuldigung, ich habe das Ganze jetzt hier mit angehört, junger Mann. So geht das nicht. Ich bin da anderer Meinung. Das sind genauso Menschen wie wir. Ich betreue einen kurdischen Jungen, da er ein Künstler ist, bin ich an seinem Leben interessiert gewesen und ich bin dadurch in diese Künstlergruppe mehr oder weniger reingerutscht aus Interesse. Genau, Hamlet! Ich bin Hamlet! Ja? Habt ihr was vor? Ja, dann zeigt uns. Ja. Er war mehr als ein König. Er war mein Vater. Er war ein Freund. Er war mein Gott. Und jetzt frage ich mich, ob ein Gott einen anderen Gott umbringen könnte. Wie kann ich ohne dich leben? Wie kann ich weiter ohne dich leben? Ich kann nicht. Ich könnte es nicht. Ich kann nicht. Kost und du bist Hamlet! Was ist das? Wer ist das? Das bin ich! Der Geist deines Vaters! Wo bist du denn? Wo bist du? Ich bin da, aber nicht da! Seit langem interessiere mich davor, Theater zu machen. Vielleicht weil die beide von meinem Vater und meinem Bruder Schauspieler sind und weil ich auch immer Schauspieler oder Theater geschaut habe. Aber jetzt hier und genau in Magdeburg hatte ich eine goldene Chance, Theater zu machen und jetzt bin ich ein Schauspieler und ich versuchte auch einen Text zu schreiben, eigentlich das erste Stück, das wir als Theatergruppe gemacht haben. Habe ich selber geschrieben. Hamlet,
und ich wusste nicht, dass das giftig sind. So hat mich umgebracht. Umgebracht. Und was ist jetzt meine Aufgabe? Und deine Aufgabe ist so. Du musst sofort, aber sofort deinen Onkel umbringen. Ich finde Schauspiel oder Theater wie am besten Weg für eine Sprache oder eine fremde Sprache lernen. Zum Beispiel in der Türkei habe ich 10 Jahre lang Schauspiel gemacht. Ersten Zeiten wusste ich nicht meine Muttersprache auch. Meine Muttersprache ist Kurdisch. Kurdisch immer noch leider, immer noch ist in der Türkei verboten, leider. Mit Schauspiel habe ich meine Muttersprache auch gelernt. Mädels, spiel mit meinen Schwestern. Und Schwestern. Frauen, es geht um die Frauen. Ja, wir sind eine Gruppe von ungefähr 9 bis 10 jungen Menschen mit und ohne Fluchterfahrung. Wir treffen uns seit Anfang des Jahres in der LKJ und spielen Theater miteinander. Wir haben schon 2 kleinere Aufführungen gehabt und sind jetzt hier im Sommer quasi als Sommercamp, um wieder ein Stück zu proben. Warum so traurig? Ah, was sind die da? Ach, Irina, es tut mir leid, ich habe deinen Geburtstag vergessen. Alles Gute zum Geburtstag. Du hast recht, die Erinnerungen an die Kindheit sind schön. Aber weißt du, nein, ich werde alt. Ich werde alt, meine Haut ist fahl und ich versauere hier. Du bist schön, du bist so schön. Du bist so schön. Ja, du auch. Mascha, du bist auch schön. Du bist auch schön. Aber wisst ihr, wenn wir nach Berlin würden, vielleicht würde ich da auch endlich einen Mann finden. Wir hatten dann auf der Zugfahrt die Idee, wir machen ein Stück darüber, dass wir kein Stück machen, also dass wir quasi ein Stück über eine Gruppe machen, die kein Theaterstück hat. Und haben heute früh dann in Kleingruppen Themen gesammelt, Stücke gesammelt, die jeder mal gerne spielen wollte oder auf die jemand Lust hatte. Wir hatten dann auch eifrige Diskussionen darüber. Manche haben gesagt, ich habe keine Lust mehr über meine Fluchtgeschichte etwas zu machen. Ich möchte auch nichts über Vorurteile oder Rassismus machen, weil ich hier ankommen möchte in Deutschland. Ich möchte andere künstlerische Prozesse miterleben und meine Alltagswelt, meine Gedanken, meine Gefühle ausdrücken durch Theater. Andere Teilnehmer wiederum sagten, ich erlebe oft Rassismus und Diskriminierung in Sachsen-Anhalt und möchte das auch zum Thema machen. Ich möchte im Theaterstück den Zuschauenden zeigen, dass es eben schwierig ist, als Mensch mit Fluchterfahrung hier zu leben oder mit anderer Hautfarbe, dass man oft Vorurteilen und Diskriminierung ausgesetzt wird. Und ich möchte Theater als ein Mittel benutzen, um der Gesellschaft auch ein bisschen den Spiegel vorzuhalten. Also ganz viele Themen waren das, die wir heute hier diskutiert haben. Und nun versuchen wir, diese in einer Collage mit verschiedenen Themen und verschiedenen Stücken abzubilden. Und los! Hey, mein Schatz! Alles gut bei dir? Immer gut bei dir. Bei dir? Was machst du dann? So, alles gut für die Schule? Wirklich? Ich habe hier ein Buch. Sehr gutes Buch. Also, ich habe das. Also, warum sprechen wir über
Das ist wirklich gut. Ich habe das schon gelesen, ich bin einverstanden, ziemlich gut. Es lohnt sich, zwei Kopien zu haben, vielleicht in Zukunft schickst du das zu einem Freund oder so, ich weiß nicht. Okay. 5 Euro. Ja, oh Mann! Es regnet. Theater zu spielen ist eine sehr gute Freizeitbeschäftigung, weil man arbeitet mit anderen, mit einem Team. Ist immer mehr gesellschaftlich als andere Hobbys. Man ist nicht alleine und man verbringt mehr Zeit mit anderen. Sie oben zusammen und sie fahren zusammen wie eine Familie. Theater für mich wie eine Familie. Den Proben, den wir vielleicht jeden Tag machen sollten oder müssten, ich weiß nicht, nicht müssten, aber sollten, benutzen wir auch die Zeit zusammen, die Zeit zu genießen. Vielleicht auch, wir haben zum Beispiel gestern eine Stadtführung gemacht. Das ist sehr nützlich. Für mich persönlich zusammen zu essen oder zusammen Musik zu hören, lohnt sich sehr. Also das heißt, dass wir als eine Theatergruppe wirklich sehr passend sind. Es gibt eine bequeme Stimmung zusammen uns und das ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein Stab. Den gebe ich jetzt rum und ich mache irgendwas mit dem Stab, aber außer, dass es ein Stab ist, ja, ist es immer etwas anderes. Zum Beispiel eine Zahnbürste. Genau. Ich mache, was ich will. Ja. Genau. So. Hallo, liebe Leute, heute sind wir hier. Super, ein Mikrofon. Ja, für mich ist beim Theaterspielen immer wichtig, dass wir Spaß haben. Ich habe immer laut Musik angemacht, wir haben am Anfang erstmal getanzt, ich habe einen Hut rumgegeben, jeder konnte etwas vormachen, zum Beispiel Arme heben, sich im Kreis drehen und alle anderen machen es nach. Und wir hatten immer sehr viel Spaß dabei, wir haben gelacht und so uns ganz, ohne dass es die Leute eben merkten, haben wir uns aufgewärmt und haben auch schon mal gelernt, voreinander zu spielen, dass wir Vertrauen miteinander gewinnen, zueinander gewinnen, dass wir uns eben nicht schämen vor den anderen. Und so ist es eben wichtig beim Theaterspielen, dass man eine Bindung, ein Gruppengefühl stärkt, dass wir locker werden und auch im Kopf frei werden, um kreativ unsere Theaterszene erfinden zu können. Für mich ist das toll, weil ich die Räume, die ich normalerweise als Privaträume leer erlebe,
auf einmal mit Leben gefüllt werden. Und das ist ganz toll. Wenn man hier alleine in so einem großen Haus wohnt oder mit einer Katze, ich wohne mit einer Katze hier, dann erlebt man das Haus immer nur ganz punktuell. Wenn man aber mit einer Gruppe von Leuten in diesem Haus lebt für ein paar Tage, dann erlebt man das ganze Haus. Und das ist was völlig anderes und das macht das Haus sehr lebendig und vor allen Dingen dann im Rückblick auf die Veranstaltung auch sehr schön, weil man sich an ganz andere Dinge erinnert, als die man sich vorher hätte vorstellen können. Entweder versteht man, wozu man lebt, oder alles ist Albern. Um was geht es im Leben? Ja. Du warst schlecht. Du warst die Beste. Ja, ich bin sehr zufrieden. Wir hatten gerade die Aufführung und wir sind alle noch ein bisschen aufgeregt. Wir sind alle ganz glücklich, dass wir das geschafft haben. Wir hatten ja viele Leute dabei, die zum ersten Mal auf der Bühne waren und die waren danach jetzt auch ganz aufgeregt und ein bisschen schwitzig oder fast kamen ihnen die Tränen. Oh je, ich habe das geschafft. Ich selber fühle mich auch sehr, sehr glücklich und zufrieden. Ist einfach toll, was wir in diesen 3 Tagen geschafft haben. Wir haben selber ein Stück entwickelt. Wir haben das Thema der Gruppe, dass wir nicht wussten, was wir spielen sollen und dass es verschiedene Interessen gab, haben wir zum Stück gemacht. Haben ja letztlich 3 Stücke gemacht. Einmal eins über Rassismus und Diskriminierung, dann ein Ausschnitt von Hamlet und dann ein Ausschnitt von Tschechow, 3 Schwestern. Unser Stück war am besten. Hast du das gesehen? Ja. Stopp! Wir können doch einfach mal das Publikum fragen, welches der 3 Stücke aus dem Stück sollen wir spielen? Eine gute Idee. Alle. Vielleicht können wir das dann